Nein. Also, das ist jetzt... Wo es da wohl hingeht? Hoffentlich... Hoffentlich in einer besseren Zukunft. Das ist jetzt, blöd. Na gut. Dann, dann machen wir Folgendes. Wir gehen wieder runter. Dann will ich die Steinspitze benutzen, um den Stein hier Felsen zu bewegen. Das ist zu schwer. Ich werde ab jetzt nur noch mit Laura rumlaufen. Nein. Nein, das bringt nichts, das ist schon klar. Hier, Fels kombinieren mit Steinspitze. Das müsste klappen. So einfach war das? Was? Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Was? Eine Memo-Muschel, was ist das denn? Das könnte praktisch sein. Was ist eine Memo-Muschel? Die kommt mir bekannt vor. Eine Memo-Muschel. Man kann Sätze darauf aufnehmen. Sätze darauf aufnehmen. Ich spreche da nur was drauf, wenn es absolut nötig ist. Sätze darauf aufnehmen. Das war wohl zu schnell. Das fasse ich nicht an. Sätze darauf aufnehmen. Warte mal. Hier, da. Wie soll mir das helfen? Ja, damit kannst du Tag und Nacht deine Predigen verteilen, weil dann ja nicht immer da sein muss. Weißt du, du sprichst drauf, stellst es hin, es wiederholt deine... Was weiß ich, keine Ahnung. So viel jedenfalls zur Steinspitze und dem Einhorn. Ich wollte gar nicht in die Lösung gucken. Ich habe nur einen Knopf vergessen. Gedrückt. Ja, es ist gerade spannend hier. Eine Memo-Muschel. Damit. Ich wette, du willst auch nicht reden, oder? Nee. Laura weiß, was damit zu tun ist. Laura weiß, was damit zu tun ist. Warum weiß Laura, was damit zu tun ist? Ich möchte keinen. Du möchtest keinen Ärger? Ja, ist klar. Fischgräte. Eine komplett abgenagte Fischgräte. Was bringt mir das? Kann ich irgendwas mit dem Fach machen? Wirklich interessant. Nee, das ist... Also ich muss ja irgendwie dieses dumme Pony wieder hinkriegen, ja. Ich weiß nur nicht wie. Kombinieren mit Memo-Muschel. Zu weit weg. Natürlich. Kombinieren mit Nasenschoner. Nein, das ist meins. Kombinieren mit Lehmding, weil ich... Damit warte ich, bis meine Arme dreimal so lang sind. Ist das ein subtiler Hinweis, dass es funktionieren würde? Oder wie, oder was? Abstand halten, Huck. Da vorne ist es viel zu windig für dich. Ui, ich flieg weg. Na gut. Hab ich hier noch irgendwo einen Hotspot? Nee.
Das sind nur unsere Ziele. Wir müssen dafür sorgen, dass Mama Dola vom Bingo zurückkommt. Dafür müssen wir dem Pony helfen. Mach das Bingo-Pony... Das Bingo-Opfer... Das Bingo-Opfertchen. Ah, nee, das Bingo-Pferdchen. Oh. Was liegt denn an der Groß-Kleinschreibung? Mach das Bingo-Pferdchen glücklich. Besorge dem Bingo-Pferdchen eine Silbermähne. Bringe dem Bingo-Pferdchen ein neues Horn. Bringe dem Bingo-Pferdchen ein Hufeisen. Finde den Bingo-Ball, den das Bingo-Pferdchen verloren hat. Repariere den Basilen, um Bimil zu überzeugen. Den Bingo-Ball, den das Bingo-Pferdchen verloren hat, finden. Was soll ich tun? Das kann ich doch gar nicht machen, den Bingo-Ball finden. Das ist doch unmöglich. Die Flötennasen machen den Wind. Die Flötennasen sind unsere Freunde. Hallo, Freund. Ich hab gedacht, vielleicht hat er jetzt irgendwie einen Spruch wegen bis dem... Ja, ich bin den ganzen Tag hier. Memo-Ding. Wo ist eigentlich der Hut hin? Der geht's nicht lang. Das verwirrt mich, um ehrlich zu sein. Sonst noch irgendwelche Hotspots? Nein. Mit Hack vielleicht irgendwas? Mit Hack vielleicht einfach die Flasche nehmen? Lass mich das lieber machen. Was? Wir sind gerettet. Hack, aus! Das hast du bestimmt von Laura. Der hat lange genug geschlafen. Bestätige ihn nicht noch. Aber Laura hat recht. Interessierst du dich für die Wahrheit? Total. Was? Hack ist ein ewiger Konformist. Den interessiert die Wahrheit gar nicht. Der verträgt die einfach nicht. Klopf nochmal. Okay, ich klopf nochmal. 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 Wäre das nicht auch was für dich? Da oben ist ein Ball. Ich hab gedacht, vielleicht muss ich da... Hör nicht auf ihn, Huck. Alter, die Animation ist der Hammer. Okay. Ich bin etwas ratlos, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke mich jetzt nochmal hier um und dann gucke ich in die Lösung. Weil... Geht einfach nicht anders. Wahrscheinlich übersehe ich wieder das Einfachste vom Einfachen. Ach so, da, der Hut. Warum will er nicht? Warum will er jetzt... Soll ich das nicht lieber für dich Wie machen? Wie willst du denn da oben hinkommen, Robert? Jetzt denk doch mal nach. Ein Zettel. Was ist das für ein Zettel? Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Remi Nepo. Remi Nepo, das war... Ach, da kann man hochlaufen. Ich bin so doof. Das war Lauras Vater, glaube ich, oder? Das würde sicher niemand vermissen. Oder? Ich war mit dem Bau der Basilen nicht einverstanden. Gezeichnet Remi Nepo. Ja, Laura liest tatsächlich besser vor. Wenn ich jetzt hier nochmal das Lied spiele. Wegen dem Phosphorus davor. Das interessiert ihn nicht. Fängt nur an zu leuchten. Okay. Ach, Beweise! Moment. Beweise. Wie soll mir das helfen? Es ist ein Beweis, dass die Basilen gebaut. Könnt ihr damit die Leute zusammentrommeln? Das Ding ist ja vorne zu. Da kann ich nicht reinsprechen. Ich sehe ein, das haben wir irgendwie nicht zu Ende gedacht.
Ja, ich hab halt gedacht, da kann er reinsprechen und das schallt laut raus. So. Ein Fischgeräte benutzen, um da ein Loch reinzuschneiden. Das mache ich nicht. Natürlich nicht. Wieso auch? Das wäre ja zu unlogisch, ne? Das ist zu riskant. Ich bin nämlich Robot. Das ist viel zu gefährlich. Warte. Vielleicht kann ich die Flasche durch das hier ersetzen. Oder vielleicht doch durch etwas anderes. Ja, ich frage es halt nur, durch was? Durch den Lehmklumpen. Vielleicht kann ich... Oder vielleicht doch... Oder den Lehmklumpen, das nassen Lehm, damit... Der Lehm reicht nicht für einen Lehmhut. Du sollst ja auch keinen Huf machen, er muss ja nur... Was soll ich eigentlich mit dem Phosphorstofftier machen? Das verstehe ich nicht. Warte. Der schläft, er braucht ein Stofftier, oder? Also ich habe ein Stofftier, der schläft, das hängt doch irgendwie zusammen. Wollt ihr das hier vielleicht gegen eure Flasche? Der schläft wie ein Baby. Ein sehr hässliches Baby. Natürlich. Und ich suche die ganze Zeit irgendwas, das aussieht wie eine Flasche. Also, wir haben den Alkohol. Dann können wir auch zu dem komischen Händler gehen. Und ihm sagen, wir sind voll erwachsen. Wir sind nicht erst innerlich 14, 5, 13, 10, 11. Das muss... Guck mal hier, Schnaps. Dieser hochprozentige Schnaps beweist doch eindeutig, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, um die Chili zu kaufen. Oh ja. Aber bitte erst bezahlen. Naja, das ist kein Problem. Ich hab Wechselgeld. So ein Haufen Geld. So viel habe ich noch nie verdient. Das wundert mich gar nicht. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Auch so oft ich will? Ein richtiger Geschäftsmann. Solange der Vorrat reicht. Oh Gott. Was für ein Idiot. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Toll. Kleeblätter. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ich nehme jetzt aber erstmal Chili. Vorsicht, da ist eine extra starke Chili drin. Wenn du sie kaufen willst, musst du beweisen, dass du erwachsen bist. Hab ich doch schon. Was willst du von mir? Da, hier. Schnaps. Dieser hochprozentige Schnaps beweist doch eindeutig, dass ich verantwortungsbewusst genug bin, um die Chili zu kaufen. Oh ja. Viel Spaß damit. Könnt ihr mir die Kiste aufschließen? Den Schlüssel habe ich vernichtet. Ist doch viel zu gefährlich. Was? Und ich wüsste sowieso nicht, wozu ich das Chili haben will, aber... Ich will noch mehr Wundertüten. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ah, leider nur... Irgendwie habe ich das Gefühl, mit reinem Glück gewinne ich keins. Du brauchst kein Glück, du nimmst einfach alles. Tja, wenn man bloß wüsste, wo das Hufeisen ist, was? Kann man das nicht erfühlen? Also, ich meine ja nur, das sind Tüten. Da sind überall nur Klee drin, außer in dem einen. Weißt du? Ich meine ja nur, also... Ich möchte... Ah... Irgendwie... Ich mach das so... Logischerweise. Ich möchte... Mit... Ah... Leider nur Kleeblätter. Ja. Ich möchte... Bitte... Ah... Irgendwie...
Wir wollen diese Wundertüte da. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ah, allein mit Glück kommen wir nicht weiter. Wir brauchen kein Glück. Du meinst, wir brauchen sowas wie ein Hilfsmittel, um das Hufeisen zu finden? Ich dachte an Waffengewalt, aber das macht mehr wir Sinn. Wir brauchen keine Waffengewalt. Wir können einfach alle Wundertüten nehmen, die er hat. Und alle aufmachen. Da braucht man kein Glück. Das ist einfach nur Geduld. Aber das wird nicht funktionieren. Wir wollen... Bitte sehr. Allein... Du meinst... Ich hasse sowas. Dieses Rätsel macht keinen Sinn. So. Damit bekomme ich die Kiste auch nicht auf. Selbst wenn wir es... Also, man muss irgendwie wissen, welcher Tüte das Hufeisen drin ist. Ja, dann... Er fühlt's halt. Es sind Tüten. Tüten sind... An Tüten kann man erfüllen, was drin ist. Wenn überall nur Kleeblätter drin sind, außer in ein paar, in denen Hufeisen sind und Hufeisen nur mal hart sind und alles andere weich, dann muss man nur fühlen, wo irgendwas Hartes drin ist. Es ist nicht so kompliziert, wie die hier tun. Damit bekomme ich die Kiste. Moment mal, kann sie die nicht einfach aufmachen? So? Fest verschlossen. Müsste man irgendwie knacken. Ja, aber wie? Kann Huck vielleicht einfach gucken? Tut mir leid, aber ich mache keine Geschäfte mit Minderjährigen. Möchtest du eine Wundertüte, Huck? Nein, Huck ist schon die glücklichste Taube der Welt. Diskriminierung. Warte mal. Ich kann doch einfach den Hut dem blöden Pony geben, oder? Geht das? Geh da lieber nicht zu nah dran. Ich will ja auch. Da vorne ist es viel zu... Ich nehme an, das war ein Nein. Das ist zu weit weg. Verlockend. Aber keine Lösung. Das würde ich jetzt aber so gerne machen. Kleeblätter. Wir haben ein Basilenauge, wir haben einen Basilenschweif, wir haben ein Pendel, wir haben Fischgräten, wir haben Nasenschoner, wir haben nassen Lehm, der immer noch nass ist, wir haben einen Memo-Muschel, auch wenn ich keine Ahnung habe, wozu ich die eigentlich brauche. Wir haben ein Zertifikat. Warte mal. Ich muss unbedingt mit meinem Vater sprechen. Ja. War das ein Hinweis? Warte mal, wenn ich hier das Windlied spiele. Dann bringt mir das genau gar nichts. Cool. Kann ich mit ihm reden? Hallo, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Meinst du nicht, dass es gerade ein ungünstiger Moment ist? Wieso, ist noch nicht gesprungen? Nein, wenn wir länger warten, ist es vielleicht zu spät. Eben. Ich kann euch hören. Warum antwortest du dann nicht? Das macht man manchmal so, wenn man tiefe Depressionen hat. Dann tut man so, als ob man die anderen einfach nicht gehört hat. Bis gleich. Ich glaub... Und immer optimistisch bleiben. Ich glaub, das kommt zu spät. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich dann an die komische Ding rankommen soll. Also an das blöde... Hufeisen. Vielleicht kann ja der Händler rechts beim Winterbrunnen. Ich habe beim Thema Wunden, dass sich in manchen. Ja, aber egal wie oft du wirst keine Wundertüte mit dem Hufeisen erwischen. Du musst deinem Glück ein wenig auf die Sprünge helfen. Das Hufeisen, das dort abgebildet ist, sieht verdächtig nach einem Magneten aus. Warte, was? Willst du mich verarschen?
Das würde nicht funktionieren. Das kann man also gewinnen. Das Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Ja, aber das hilft mir nicht weiter. Ist das Pendel aus Eisen? Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Aha. Ich möchte genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Manchmal ist die Lösung so einfach. Ein Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Ihr habt ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Ja, das, jetzt habe ich das Pendel nicht mehr. Was? Wieso? Sieht eher aus wie ein Magnet. Das würde nicht... Damit bekomme ich die Kiste auch nicht auf. Wie schade. Wie ein Magnet also, ja. Warte. Glück hilft mir hier nicht weiter. Du sollst ja auch nicht... Ich habe gedacht, das ist aus Metall und so, also... Na gut. Warte. Ich bin so doof. Ich habe doch jetzt ein Hufeisen. Das muss ich doch dem Pony geben. Wahrscheinlich geht das noch gar nicht, weil ich den... Weil ich das noch für irgendwas anderes brauche, aber ich wüsste nicht für was. Außer vielleicht ihm geben. Er hat ja einen Aluhut auf und Magneten und Alu ist ja irgendwie, ne, also. Wie soll mir das. Keine Ahnung. Gar nicht soll's dir helfen. Wie soll mir das helfen? Hey, ich habe übrigens ein Basilenversteinerungsauge. Das ist auch von diesen Maschinen, nicht wahr? Will er nicht? Das ist auch von diesen Maschinen, nicht wahr? Hm, ja gut, dann eben nicht. Du Pfeife! Ich brauche Beweise dafür, dass die Basilen nicht echt sind. Hier ein Basilenauge. Ah, das ist zwar von den Maschinen, aber das brauche ich nicht.